wir sind bei Matthias Strass heute, der ein Haus voller Gitarren besitzt. Und jetzt gerade an seiner. Was ist das? Lap-Steel oder Pedal-Steel? Gar nichts von beiden, ne? Nee, ist das eigentlich. Ja, es ist eher eine Lap-Steel. Eher eine Lap-Steel. So der Vorläufer der Steel-Gitarren. Oh. Die hier ist von 1956 tatsächlich. Nee. Ist älter als wir beide, ne? Ja. Und wenn man mal so guckt, hier ist zum Beispiel der originale Koffer dazu. Da könnte man sich vorstellen, da ist Leo Fender selber noch dran vorbeigelaufen in seiner Fabrik. Das kann gut sein. Naja, also das ist so, kurz bevor so die Steel-Gitarren sich so durchsetzten, haben sie in den 50ern diese... Wild West Version! Woo! Ja.